Also, was bedeuten die 5 Nominationen für euch beim Schweizer Filmpreis? Ich weiss nicht, hat es eine versteckte Nachricht drin? Oder wie ist gemeint? Was nein, nein, es bedeutet für mich viel. Weil also, es ist ja, es sind ja eigentlich alles Filmemacher, die der Academy sind und die wahrscheinlich von der Branche gerichtet. Und 5 Nominationen für einen Film ist für mich doch ein schönes Comeback nach so ein paar Jahren Abwesenheit. Ja. Ich freue mich. Du hast ja noch nicht fürs Drehbuch. Ja. Aber mein Wunsch ist, dass du gewinnst. Dass ich gewinne, die Chance ist relativ klein. Warum? Ja, einfach weil sie mich so wahnsinnig gerne haben. Nein, mein Wunsch ist, dass du gewinnst. Das wäre schön. Würde mich freuen. Aber was bedeutet es jetzt einfach für dich? Jetzt? Das ist ja dein erstes Drehbuch und gerade eine Nomination. Wo, ich könnte mich so fast von nennen, wenn ich irgendwer. Von Neuem wird es viel besser. Von Neuem. Ja, ich bin glücklich darüber, dass mein Arbeiten funktioniert. Gebauchpinselt ist doch das richtige Wort. Ja, nein, es ist eigentlich einfach ein Zeichen dafür, dass man das, was man macht, gut gemacht hat. Ja, das ist so. Und von dem her schaue ich das recht nüchtern an. Ich fühle mich bestärkt in dem, was ich mache. Du hast den Chintoni noch nicht ganz drücken. Da steht beim Interview gesagt, dass es eine Fortsetzung gibt. Hast du schon angefangen mit dem Buch? Ich habe nicht nur schon angefangen, sondern ich bin auch schon fast fertig. Okay. Wie jetzt das gegangen ist, weiss ich nicht so genau. Ich habe tatsächlich erst wirklich im Oktober angefangen, richtig zu schreiben. Und jetzt sind es dann 300 Seiten. Ja, ich weiss auch nicht wie. Aber es ist so. Finde ich, es geht. Es ist bald fertig. Gut. Darf ich es lesen? Bitte ja. Also ich gebe es dir, wenn es wirklich komplett ist, weil sonst müssen wir über Zeug reden, die noch nie existiert. Ich möchte es dir gerne, wenn es vollständig ist. Aber ja, voll richtig, ja. Der Michael Steiner ist der Mann außerhalb des Verlags, was die Leser überkommt. Das ist lieb, das scheint sich doch sehr. Und dann gibt es das Drehbuch und dann machst du den zweiten Teil vom Film, oder? Ich fürchte, das ist nicht verfilmbar. Ja, das müssen wir zuerst abchecken über jedem Buch. Es kann durchaus sein, dass Thomas ganz andere Weg gegangen ist mit dem Motti und ja, total, 54 aber Millionen Hollywood-Produktion jetzt vor uns. Wenn es genug Geld hat, ist es verfilmbar. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein Folgeroman gibt, aber dass es auch ein Filmsequel gibt, wo sich nicht am zweiten Roman orientiert, sondern am ersten Film. Das kann ich mir gut vorstellen. Und was haben wir jetzt so für Reaktionen bekommen zum Film? Ja, durchwegs positiv, außer in der Roma, die uns Journalisten aus irgendeinem Grund nicht gern hatten. Ich weiß auch nicht. Was haben sie denn kritisiert? Ich weiß auch nicht. Also ich weiß schon was, aber es ist prinzipiell haben sie geschrieben. Die Figuren sind schwach, das Buch stimmt nicht, sehr ausgeschiert. Ein paar. Aber ich weiß nicht, ob das mit einem Antizyreflex zu hat, weil das ist der einzige Ort bis jetzt auf der Welt, wo der Film gelaufen ist, wo so Kritik gekommen ist. Und die Vorpremiere, wo ich war, im Ausland, die sind bei den Leuten sehr gut angekommen. Trotzdem läuft der Film nicht im Kino. Es ist irgendwie ein Röstiger, den ich gar nie einen vermutet hätte. Ja, komisch. Ja, finde ich auch. Können wir uns leisten. Ja, klar, das ist Provinz, aber gleich. Und auf Hebräisch ist er schon übersetzt? Also mit Untertitel nicht? Weil das war da vielleicht auch in Planung gewesen, mal. Nein, also die Idee wäre mal gewesen, dass man in Israel zeigt, aber was dort stand, ist schon cool. Also, wir sind da in Kontakt mit der Schweizer Botschaft und ich glaube, der kommt dann schon auf Israel. Dann müssen sie von rechts nach links lesen. Also von hinten nach vorne spielen? Ja, genau. Genau, logisch. Übrigens habe ich herausgefunden, also das ist tatsächlich so, dass in der Filmsprache, also in der westlichen Welt, wo... Also fangen die Beziehungen eigentlich auch mit der Trennung an, in dem Fall? Nein, nicht einmal das, sondern das Lustige ist, die Bewegung von links nach rechts ist für den Zuschauer, der westliche Zuschauer, der von links nach rechts liest, die einfache Bewegung. Also wenn der Held Widerstand hat, lassen von rechts nach links rennen. Jetzt ist es aber genau umgekehrt in der arabischen Welt und auch im Hebräischen. Die, durch dass sie so lesen, wirken die beiden Bewegungen für sie anders. Sie antipizieren andere Gefühle mit der Bewegung von der Protagonisten von links nach rechts und von rechts nach links. Ist doch wunderbar, oder? Also der mühsame Weg für die ist, wenn einer von links nach rechts muss rennen, dann geht er gegen den Widerstand. Okay. Das ist so viel zu viel Theorie über
das. Aber das ist tatsächlich der Fall. Wir müssen noch mal einen Teil neu drehen. Oder? Ja, wir müssen alle Schüsse flippen. Ja. Wo der Mottis Haus verlässt, läuft er ganz klar von links nach rechts. Er will ja weg von dort. Oder? Und jetzt müssen wir einfach spiegeln, damit er von rechts nach links läuft. So. Also ernsthaft jetzt? Ja, ernsthaft. Also okay. Ich schaue mal so Zeugs. Manchmal. Aber manchmal, also so in grossen Momenten, ja, wenn es wichtig ist. Und kannst du dir vorstellen, wieder ein Drehbuch schreiben? Ja. Unbedingt. Es war lustig. Und das, ich finde es sehr reizvoll. Schöne Arbeit. Aber ich möchte das nur machen, wenn Michi mitmacht. Ich mache mit. Wir sind auch ein anderes Projekt, wo wir nichts darüber sagen können, wie das noch in der Anfang ist und wo eigentlich, weil das noch mein Baby ist, sondern so wirklich eine Art Auftragsarbeit, wo man so in einem früheren Stadium mitmischen kann. Also es ist so klein, dass ich nicht mal weiss, um was es geht. Genau. Es ist immer so klein. Natürlich immer so, und am Schluss ist es dann doch nicht. Und wieso glaubt ihr, hat der Wolkenbruch jetzt so einen Erfolg? Ich denke, es ist ein Mix aus verschiedenen Sachen. Erstens ist es eine sehr charmante Machart. Zweitens ist es eine schöne Mischung aus Licht und Schwer, wo glaube ich einfach doppelt berührt. Und drittens, das jüdische Exotische ist halt einfach interessant, oder? Also, das reizt offenbar die Menschen, das etwas aus dieser Welt zu erfahren. Und ich glaube, dass die drei Sachen zusammengenommen, lassen sich dann in Erfolg ummünzen. Aber wahrscheinlich würde jetzt das nicht funktionieren, wenn man sich so viel vornimmt. Oder? Das ist wie wenn du sagst, lass uns ein virales Video machen. Das funktioniert dann nicht so. Sondern du machst etwas, was du gut findest, und du machst es so, dass viele Menschen darauf aufmerksam werden. Und das ist, glaube ich, da passiert. Ja, ich glaube, besser kann man es jetzt einfach sein. Ich habe nicht mehr das Gefühl, weißt, du könntest einen Feelgood-Movie machen mit Tiefgang und so, würde ich das zusammenfassen. Das mit dem viralen Video geht im Fall schon, du musst einfach einen finden, der den Kopf ins Maul vom Leih hat und der weiss dann zu mir und geht das wirklich. Das ist ein blöd für den nachher, aber... und habt ihr sonst ein nächstes Projekt, wo ihr dürft darüber reden? Ja, und verschiedene also Sachen. Wir haben eine Idee für einen gemeinsamen Film, das haben wir schon. Aber das ist jetzt also bei mir gar nicht prioritär gewesen. Der Michi hat sogar, das habe ich super gefunden von ihm, ich wollte eigentlich jetzt mit ihm über das reden. Und er hat gesagt, du schreibst jetzt vielleicht dein neues Buch fertig, vorher rede ich nicht mit dir über das. Und ja, das ist gut gewesen. Also, meinen Abend so. Es ist aber immer, wenn du kannst irgendwie nicht, es ist schwierig, zwei Sachen nebeneinander zu machen. Ich bin also ein Thema denken. Wenn ich etwas dran bin, dann bin ich dort rein und dann nehme ich dann das nächste mit dem vor und dann nehme ich mir Zeit für das. Und ich habe immer zwei, drei Projekte am Kochen, aber im Endeffekt machst du immer eins nach dem anderen. Ja. Und also je nachdem, wie viel Preise ihr jetzt holt, morgen Abend, spürt ihr dann Druck, jetzt, wenn ihr einen nächsten Film macht? Nein. Es ist wirklich, ich habe mit der AEG den Filmpreis gewonnen und im nächsten Jahr mit Grauning hätte ich sowas von gewinnen müssen und überhaupt keinen Preis bekommen. Und das weisst nie, was irgendwie auszeichnet, wie es hat immer damit zu tun. Ob sie gerne haben, was sie von dir persönlich denken. Das ist nicht nur ein da, neben der Arbeit fließen da noch ganz andere Emotionen ein, wo du nicht in Kontrolle hast und dann nicht weißt, wie die Leute da entscheiden. Und von dem her, flip a coin, wir sehen es. Und wie hast jetzt du, Thomas, die Zeit erlebt, eigentlich vom Buchschreiben bis jetzt, wo der Film ins Kino gekommen ist? Also die letzten 7 Jahre. Ja, es ist älter geworden. Also, ich würde sagen, es waren die besten 7 Jahre gewesen, was aber primär damit zu tun hat, dass es 7 Jahre mit meinem Sohn waren. Aber es waren auch 7 Jahre mit dem Motti gewesen. Die beiden sind ja nur 2 Wochen auseinander, lustigerweise. Der Levi ist Ende Februar auf die Welt gekommen und das Buch ist Mitte März publiziert worden. 2012. Also 2 Gründe für mich, zum Urteil zu gelangen, dass das super war. Also, das ist ja grossartig. Ich freue mich ungemein darüber, dass das, was ich mache, auch mir erlaubt, nur das können zu machen. Oder es ist nicht ein Hobby, sondern es ist ein Beruf.
Und allein das macht mich schon sehr dankbar. Da hast du recht. In der Schweiz ist das wirklich schwierig, wenn man das sagen kann.